Hallo, willkommen zu einem neuen Projekt. Child of Light, wie ihr hier schon sehen könnt. So heißt das neue Projekt und ich würde das gerne mal mit euch ein bisschen testen. Ihr könnt mir dann gerne sagen, was ihr davon haltet, ob ich das weiterspielen soll. Ich würde es auf jeden Fall mal austesten. Ihr wisst ja, ich nehme ein bisschen im Voraus auf und dachte mir, ich möchte das mal probieren. Das sah ganz interessant aus, das Spiel. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was uns hier erwartet. Es gibt zwei verschiedene Schwierigkeitsstufen, normal oder Experte. Normal ist für Spieler, die die Geschichte und die Atmosphäre genießen möchten. Und Experte ist für Spieler, die die Herausforderungen suchen. Und ihr müsst wissen, ich bin eigentlich eher die Person, ich möchte eigentlich lieber die Geschichte und die Atmosphäre genießen. Also wenn ihr hier jetzt eine Herausforderung sehen wollt, dann seid ihr bei mir an der falschen Stelle. Ich spiele es auf normal und schau mal, worum es in der Geschichte denn so geht. Es hat auf jeden Fall scheinbar eine sehr, sehr schöne Grafik, wie ihr bisher sehen könnt. Aber erst mal sehen. Ich denke mal, da kommt jetzt ein Intro. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf. Die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte. Doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot. Sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit. Da erwachte sie an wundersamem Ort. Wo bin ich? Ich muss träumen. Erwecke mich aus diesem Schlaf. Ja, da sind wir nun. Können uns bewegen, wie ihr sehen könnt. Oh, wir können hier hoch, oder? Können wir hier hoch? Ja, können wir. Cool. Oh, wir können in zwei Richtungen gehen. Scheinbar. Wo geht's hier hin? Links zum Dornenbaum. Na, dann gehen wir da mal hin. Wir haben auch eine Lebensanzeige. LP 14 von 14 und MP. Ich weiß nicht, was MP genau sind. Wahrscheinlich sowas wie Mana-Punkte. Kennt man ja. Oh Gott. Das sieht aber nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ich glaube, hier wollen wir nicht hin. Hier können wir hoch. Ah. Also es ist so ein bisschen so ein Plattformspiel. Ich weiß nicht genau, wie man sowas nennt. Wo man halt durch die Gegend läuft und dann Sachen erlebt. Würde ich mal sagen. Ja, und es hat auch viel mit Erzählen zu tun, wie ihr sehen könnt. Also wenn ihr mich gern reden, labern hören wollt, dann ist das auf jeden Fall auch was für euch. Wie gesagt, könnt ihr mir auf jeden Fall einfach Bescheid sagen, was ihr von diesem Spiel haltet. Wahrscheinlich erst zum Ende der Folge. Ich werde das jetzt eventuell ein bisschen spielen. Mal gucken, wie viel Zeit ich habe.
beziehungsweise wie viel ich noch hochladen kann. Ihr wisst ja, ich lade ein bisschen im Voraus hoch und mein Internet ist nicht so das Tollste, deswegen müssen wir da mal gucken, gut wir das hinkriegen. Ich glaube, da kommen wir noch nicht hoch. Nee. Wälder, schwärzer als die Nacht, Schatten voller Niedertracht. Ihr seht auch, es reimt sich manchmal oder ab und an. Das ist ganz süß. Interessant. Oh, das können wir schieben. Schieb. Ach so, man muss beides halten. Okay. Dann schieben wir das ein bisschen zur Seite. So, dann nochmal hoch. Und dann kommen wir hier hochgesprungen. Sehr schön. Oh, die ganzen Glühwürmchen hier. Okay, da geht's weiter. Aber hier oben können wir auch noch lang. Oder ich gucke erstmal unten. Ich weiß ja nicht genau, wo es lang geht, wo es weitergeht. Ich würde ja eigentlich sagen, hier. Oh je. Hab Mut und trotze diesem Grauen. Ja, da kommen wir aber nicht hoch. Vielleicht machen wir das später mal. Ich denke mal, wir müssen erstmal hier den Baum hoch. Oh. Ist das schlimm, dass der da sich bewegt? Scheinbar nicht. Deswegen muss ich mal gucken, wie viele Folgen ich überhaupt von hochladen kann erstmal mit meinem Internet. Und dann werdet ihr sehen. Oh, wieder so ein Zeichendings. Rechts zum alten Kloster. Also wir gehen in Richtung altes Kloster scheinbar. Wartet. Links zum Altar von Mathildes. Aus kalter Luft ist dieser Traum. Dunkle Geister schwirren von Baum zu Baum. Okay. Aber die Grafik ist echt wunderschön. Finde ich. Oh, eine Spinne! Ii, hopp. Aber hier sieht es echt gruselig aus. Oh, aber der Baum. Nein, erwache, erwache! Albtraum, lass mich los! Oh, oh nein. Jetzt weint sie. Vater, wo bist du? Mein Kummer ist gar groß. Oh, was ist das denn? Oh, kann jemand mir geschwind darlegen, warum Wasser fließt, ganz ohne Regen? Oh, Gott, ist das Ding süß. Wer spricht? Ich, fort mit dem Tau von der Wange. Das steht euch nicht, entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen? Jetzt wird mir bange. Mein Mahl war heute wohl zu schwer. Essen klingt gut, doch bin ich verwirrt. Oh Gott, so, seht euch mal das Ding an, wie süß das aussieht. Oh. Kennt ihr vielleicht eine Aurora? Sicher her, ich bin sie. Ein Herr? Seid ihr nicht eine Signora? Oder ein Kind der hiesigen Flora? Hör auf mit der Narretei. Ich bin Aurora, sage ich dir. Oh, hab ich's doch gewusst. Oh, jetzt grinst. Also, dann folgt mir. Eine Dame wartet. Eine Seherin mit Haar lang wie ein Bach. Mit Haut aus Moos und leuchtendem Blick. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwach. Yay, wir haben ein Glühwürmchen. Mein Gott, ist das süß. Oh. Benutze, was? Die Maus. Oh, guck mal, ich kann die Maus bewegen und dann bewege ich das Ding. Oh, ist das süß. Yay. Hihi. Oh, ist das toll. Wollen wir natürlich immer... Oh Gott. Oh Gott, dieses Ding da hinten. Seht ihr das? Ich hoffe, es sieht uns nicht. Das Licht weg. Dann sieht es uns nicht. Oh Gott, das ist ja voll gruselig. Okay, wir müssen versuchen, jetzt hier rüber zu springen. Sehr gut, haben wir gut geschafft. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Nanu, was tragen denn diese Äste? Seltsame Zauber von kleinen Händen gemacht. Wusstet ihr es nicht? Das sind Wünsche. Wünsche des Lichts in dunkler Nacht. Der Goldgelbe führt noch, was führt zu noch größerer Pracht? Okay.
Wünsche sind köstlich. Los, greif zu. Warte, bis ich über diese Nacht Vater hab... Was? Warte, bis ich über diese Nacht Vater hab Kunde gebracht. Das war jetzt schwer. Yay, wir haben es eingesammelt. Eins und eins. Ah, das war für Lebenspunkte und für... Oh Gott, was ist das? Oh, das sind irgendwelche Schweinchen. Ich glaube, die sind nicht so nett. Hallo, Schweinchen. Was macht das? Füllt das da oben die 1 auf? Das Level? Wie komme ich da denn jetzt hoch? Jenseits des Baumes, unser Weg muss liegen. Doch können wir dorthin nicht fliegen? Ja. Schön. Gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar wie Kristall. Herr Glühwurm entflammt das Gesäß. Aber wir kennen uns doch kaum. Nun mach, dann werden wir schauen. Dieses Glühwürmchen, ey. Wo die 3 Zepter Schatten hinterlassen. Ja. Müssen die Symbole zusammenpassen. Ah. Okay. Tada. Sehr gut, das erste. Dann das. Bam. Oh, sind wir gut. Und das dritte. Bam. Sehr gut. Oh, das war ja einfach. Herr Glühwurm, wir können weitergehen. Gott, ist das süß. Wer lässt nur eine Tür hier stehen? Oh Gott, ist das knuffig. Geht's hier noch weiter? Hier geht's ja eigentlich noch weiter, ne? Ich krieg jedes Mal Leertaste, ne? Okay, hier können wir auf jeden Fall nicht weiter. Am Baum kommen wir auch nicht weiter. Müssen wir wahrscheinlich erstmal springen können oder höher springen können oder fliehen vielleicht sogar. Deswegen gehen wir erstmal in den Baum. Klingt immer nach einer guten Idee. Wer sie wohl war, das frage ich mich. Nimm dieses holde Schwert an dich. Ernsthaft? Wer hat gesprochen? Etwa ein Geist? Die Dame des Waldes hier verkehrt. Aurora, nimm Mathildas Schwert. Nimm Mathildes Schwert. Ihr seht das, ne? So ein Schwert in einem Stein. Das kommt mir sehr bekannt vor. Nimm es raus. Du kannst es aus dem Stein ziehen. Ja, du schaffst es. Es glänzt und ist so leicht. Man spürt es kaum. Oh. Ja, eher weniger. Oh mein Gott. Lauf, sonst wird uns dieses Biest verhauen. Zum Glück führe ich ein Schwert in diesem Traum. Wie benutze ich das? Oh Gott. Wie benutze ich das? Handeln. Ja, handeln. Achso, hä? B? Ja. Okay. Kann ich den von hier aus... Cool. Oh. Ausgewichen! Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Aber okay. Wir kämpfen scheinbar. Können wir wechseln? Wie kann ich denn wechseln? Ah, Tränke. Fliehen. Ja doch, wir werden handeln. Komm. Hieb. Vorbereitung Mittel oder sofort? Ne, wir machen Hieb. Auf den. Komm, Hieb. Du musst doch sterben, Mann. Ist er tot?
Oh, er ist schon tot. Sehr gut. Interessantes Kampfsystem. Mit sowas kenne ich mir ja nur gar nicht aus. Also kann sein, dass ihr euch damit vielleicht auskennt. Ein starker Feennektar. Cool. Interessant. Interessantes Spiel, muss ich sagen, ne? Also. Yay. Gehen wir hier weiter. Und E. Jetzt haben wir schon mal ein Schwert. Aber wir können doch nicht ordentlich springen. Ich würde gerne besser springen können. Ich denke mal, wir können hier auch immer wieder hin und her laufen. Oh, Vater, wann sind wir endlich da? Was ist dein Vater, Aurora? Ich bin seine Tochter, ist doch klar. Sagt er noch was? Nee. Oh Gott. Ah, okay. Muss man da immer... Ah, da muss man immer hier reingehen. Hereingelegt. Warum? Ich habe ihn doch gesehen. Nee. Hahaha. Ja, wir werden handeln mit einem Hieb. Auf den. Ha. Oh, jetzt werde ich den nochmal ärgern. Du kannst nix, du kannst nix, du kannst nix, du kannst nix, du kannst nix. Haha. Nochmal handeln. Ein Hieb. Jetzt müsste er ja wieder sterben. Stirb, doofes Ding. Und schon ist er wieder tot. Ja, bei denen reichen zwei Hiebe. Das ist schon mal gut zu wissen. Und wir können hier mit dem Typen ärgern. Das ist sehr gut. Yay, Stufenaufstieg. Cool. Wir haben 6 LP mehr. Also 6 Lebenspunkte. Ein MP, also ein Mana-Punkt, würde ich mal sagen. Zwei Stärke, 5 Verteidigung und 2 Magie. Das ist ja richtig cool. Und wir haben Fertigkeitspunkt. Wähle neue Fertigkeiten für Aurora. Ah, cool. Das erinnert mich an... Oh, wie hieß denn das? Hieß das einfach Ori? Dieses Spiel, das habe ich super gerne geschaut. Also ich habe es nicht selbst gespielt, aber das war so cool. Also dieses Spiel erinnert mich echt stark an Ori. Ich weiß gar nicht, wie es wirklich hieß. Irgendwie in die Richtung. Vielleicht kennt ihr das ja. Das ist so ein schönes Spiel. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Wir können hier MP-Aufwertung, Lichtstrahl, braucht aber sehr lange Vorbereitungszeit. Oder Sternlicht. Ich würde das eigentlich machen. Tada. Was haben wir hier? Nochmal MP-Aufwertung, okay. Ja, das halte ich eigentlich für sinnvoll. Hier haben wir auch allgemein unser Menü mit den Fertigkeiten, die wir gerade haben. Oculi. Ich weiß nicht, was Oculi ist. Oculi herstellen. Aha. Interessant. Das werden wir wahrscheinlich noch kennenlernen. Und Inventar mit einem starken Feennektar. Interessant. Wir haben hier noch Bekenntnisse. Oh, eine Karte. Ah, wir kriegen also noch eine Karte. Cool. Ich würde aber sagen, wir gehen wieder zurück ins Spiel. Was haben wir hier? Rechts zum alten Kloster. Links zum Altar von Mathildes. Okay. Oh, da haben wir wieder ein paar Punkte bekommen. Oh, die sind da oben. Oh, da kommen wir aber nicht hin. Ich würde jetzt aber mal an dieser Stelle die Folge beenden. Und dann machen wir, genau an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Kommentare, eure Meinung zu diesem Spiel freuen. Ich finde es sehr interessant. Und dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder. Ich weiß noch nicht genau, wann und ob die zweite Folge bald rauskommt. Ihr werdet das ja sehen. Vielleicht schreibe ich es auch einfach unter das Video irgendwo hin, damit ihr das dann wisst, wenn die zweite Folge kommt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der zweiten Folge wieder oder in einem anderen Video von mir. Bis dann, ciao!